Schauen wir uns die Routen nun genauer an, wie sie entstehen und auch wie sie einzunehmen sind. Der schon oft von mir angeführte Meister Joachim Meyer hatte für seine Schüler ein sogenanntes Hau-Diagramm mit den 8 Hau-Linien, welches er nutzte, um verschiedene Aspekte der Fechtkunst wie auch das Hauen und die Huten, die durch diese Aushöhlbewegungen entstehen, aufzuzeigen. Und genau das Gleiche möchte ich mit euch jetzt machen, am Beispiel des Scheitelhaus und der Linie A. Ihr werdet also immer auf der einen Seite das Hau-Diagramm sehen und den Fechter, der die Haubewegung durchführt. Dies war nun das Beispiel des Scheitelhaus. Wir wollen uns das jetzt etwas genauer anschauen. Wenn der Fechter ausholt, hier durch ein Aufziehen, dann ist er in der Hut vom Tag oder auch wacht bei Einhandwaffen. Haut er jetzt, dann haut er durch den Langort, also das Zentrum. Und der ganze Hau endet am Ende unten in der Position Alba oder Bastei. Das heißt, wenn ihr eine dieser 8 Haulinien durchhaut, habt ihr immer eine Aushöhlbewegung in eine Hut. Ihr haut immer durch den Langort und ihr endet wieder in einer Hut. Ihr durchfahrt also immer 3 Huten, egal welchen Hau ihr durchführt. Auch wenn ihr stoßen wollt oder wenn ihr euch verteidigen wollt, entstehen dabei Huten. In dem eben gezeigten Beispiel habt ihr gesehen, wie zum Beispiel eine Aushöhlbewegung in eine Hut oder auch die Hut als Versatz genutzt wurde, um anschließend zuzustoßen. Schauen wir uns das Ganze nochmal genauer an. Hier am Beispiel eines Versatzes oder eines Ziehens in den linken Flug und eines Stoßes in den Langort. Denn alle Stöße enden im Langort. Ebenso am Beispiel des linken Ochsen und eines Stoßes von oben. Die Huten entstehen also aus den verschiedenen Bewegungselementen für Heue, Stiche und die Verteidigung. Schauen wir uns nun die Grundhuten etwas genauer an. Zum weiteren Verständnis der Huten und Leger ist es wichtig zu wissen, dass die Fechtmeister früher den menschlichen Körper in 4 Blößen teilen, also 4 Bereiche, die man angreifen kann. Dazu teilt man den Körper einmal in eine horizontale und eine vertikale Linie. Und daraus entstehen die oberen beiden Blößen links und rechts, die man auch Ochs nennt, und die unteren beiden Blößen, die man auch Pflug nennt. Diese 4 Blößen gilt es in der Fechtkunst anzugreifen und zu verteidigen. Und den jeweiligen Blößen werden eben auch Huten zugeordnet, die für den Angriff oder die Verteidigung der jeweiligen Blößen zuständig sein können. Und auch aus diesem System ergeben sich wiederum die Huten und Leger. Hier einmal eine Grafik am Beispiel der 4 Grundhuten. Die erste Hut ist der Ochs oder bei Einhandwaffen auch Stier genannt. Der Ochs ist eine Aushöhlbewegung für Heue und auch für Stiche, wie man in den folgenden Videosequenzen sehen kann. Die einfachen Varianten sind der rechte und der linke Ochs, wobei man sich jeweils vorstellt, dass es kurze Huten sind, man also den Ochs jeweils zum Kopf anzieht und das entgegengesetzte Bein vorne steht. Das heißt, beim rechten Ochs steht das linke Bein vorn und beim linken Ochs steht das rechte Bein vor. Ihr könnt den Daumengriff nutzen und richtet den Ort Richtung Gesicht des Gegners aus. Die lange Schneide ist jeweils nach oben gewendet und denkt dran, den Daumengriff zu nutzen. Dabei soll
eure lange Schneide euren Kopf decken. Das heißt, ihr müsst die Klinge auch hoch genug heben, dass der Gegner euch nicht oben am Kopf treffen kann. Je nachdem, wann und wozu man den Ochs anwendet, können sich auch, wie hier gezeigt, Varianten des Ochs ergeben. Je nachdem, welches Bein gerade zum Beispiel vorne ist. Die zweite Hut ist der Pflug. Er ist ebenfalls eine Ausholbewegung für Heu und Stiche und dient ebenso wie der Ochs auch zum Versetzen. Während der Ochs eher die oberen Blößen deckt, deckt der Pflug eher die unteren Blößen. Es folgen wieder Varianten der Ausholbewegungen. Wie beim Ochs, so gibt es auch beim Pflug rechte und linke Variante, jeweils in den verschiedenen Auslagen. Das heißt einmal mit dem linken Bein vor und einmal mit dem rechten Bein vor. Sieht man die Fechtstellung als Ausgangsposition, so zieht man das Gehölz ungefähr ran bis auf die Hüfthöhe und dreht die langen Schneiden mit dem Daumengriff jeweils auf die Außenseiten. Die Hand sollte sich dabei ungefähr auf Ellenbogenhöhe befinden. Je nachdem, welche Blöße man angreift oder verteidigt, kann es sein, dass man die Klinge eben oder den Pflug auch höher oder tiefer halten muss. Wie beim Ochs ist auch beim Pflug darauf zu achten, dass der Ort dem Gegner Richtung Gesicht zeigt. Die letzten beiden Grundhuten sind der Alba oder Bastei und vom Tag oder Wacht, die beide Aushol- oder Endbewegungen von Heuen sind. Am Beispiel des Scheitehaus und der Ausholvariante Aufziehen kann man sehen, wie die Hut vom Tag oder Wacht als Ausholvariante für den Scheitehau dient. In diesem Fall ist der Alba oder die Bastei dann die Endposition des Haus. Genauso kann es aber umgekehrt sein, dass der Fechter mit dem Alba als Ruheposition startet und mit der kurzen Schneide einen Unterhau oder ein sogenanntes Aufstreichen macht und dann in der Hut vom Tag endet. In dieser Ausholvariante sieht man Varianten der Hut vom Tag, hier die vom Tag rechts und ebenso vom Alba, hier leicht nach links versetzt, in manchen Fechtbüchern auch der Wechsel genannt. Ja, jetzt hast du die vier wichtigsten Grundhuten und den Langort kennengelernt. Ich habe dir hoffentlich das so gut erklärt, dass du jetzt als erstes üben kannst, die Huten einzunehmen. Stell dich dazu in die Fechtstellung, in deiner starken Auslage, bei den Rechtshändern natürlich die rechte Seite, und versuche die Huten gemäß dem, wie ich es dir im Video gezeigt habe und den Bildern, die ich dir hier unten auch gerne noch anhänge, einzunehmen. Achte bei Pflug und Ochs darauf, den Daumengriff einzunehmen und den Ort Richtung Gesicht des Gegners auszurichten. Und achte bei den Huten vom Tag und Alba in der geraden Variante für den Scheitehau, die brauchen wir nämlich dann für die nächsten Übungen, darauf, dass du sie schön mittig hältst. Helfen kann dir dabei ein Spiegel oder, wenn es abends dunkel draußen ist, auch die Balkontür, das Balkonfenster, sodass du dich selbst beobachten kannst, wie es ausschaut. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. In der nächsten Übung zeige ich dir noch, wie du die Übergänge von Hut zu Hut noch üben kannst und dann lernst du deinen ersten Hau. Viel Spaß!